Ah, da bist du ja, Niklas. Packen wir den Tag bei den Hörnern. Soll ich dir was verraten? Ich habe eine Bastelanleitung für eine Säule und ein paar Theken erstellt. Damit kannst du eine Schlichtsäule und ein Schlicht Inseltheken basteln. Wieso schlicht, fragst du? Na, weil beides ohne großen Aufwand gebaut werden kann. Wenn du den Noob von rausholst, kann ich dir gleich die Bastelanleitung schicken. Und damit willkommen zurück zu Happy Home Paradise. Beim letzten Mal haben wir ja einen ganzen Part zusammengeschnitten und da haben wir ja dem Bono, Material zukommen lassen. Nämlich 10 Holz waren es, glaube ich, und 30 Stöcke und die hat er jetzt offenbar gut genutzt. Super, hat funktioniert. Probieren wir es einfach mal aus und stellen selbst ein paar dieser Designwunder her. Apropos selbst herstellen. Jemand hat seine selbstgebastelten Items in meine Werkstoffkiste gelegt. Ich weiß auch genau, wer das war. Das muss Sigma gewesen sein. Der ist so cool. Wie ein Ninja im Schutze des Schattens, unbemerkt. Ein klassischer Sigma-Schachzug. Ich muss mir mal was überlegen, wie ich ihm gebührend dafür danken kann. Wie dem auch sei, wenn mir noch mehr Bastelanleitungen einfallen, dann gebe ich dir sofort Bescheid. Alles klar. Bisher hatten wir ja nur so hölzerne Sachen und das sind jetzt schlicht Sachen. Wieder als niedrig und hoch natürlich und die Säule. Das ist eine sehr, sehr coole Sache, weil auch schon jetzt bei dem Haus, was ich ja jetzt umgestaltet habe für Svenja und jetzt Jasmin, da habe ich ja so ein dunkles Holz dann verwendet, aber das so richtig passend fand ich das halt auch nicht. Aber hier mit diesen Schlichtsachen wird das natürlich nochmal eine ganze Ecke cooler. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da noch weitere Sachen gibt. Wahrscheinlich auch noch eine Goldvariante, eine Eisenvariante, sowas halt. Und hier ist Fatima am Start. Mich interessiert mal, was die für ein Haus möchte. Und eigentlich muss ich auch, wie gesagt, immer nochmal Juna einladen. Aber ja, schwierig, wenn jetzt hier schon wieder interessantes Publikum ist. Da muss ich auf jeden Fall mal nachfragen. Hallo Niklas, wie schön dich zu sehen. Was ist das denn? Oh, das hier ist auch, kennen wir ja schon. Dieses Café-Schild sieht sehr cool aus. Ein Leuchtschild nehme ich mal mit. Mal gucken, wie man das umgestalten kann. Die Deko-Flaschen wären eigentlich gut für so einen weiteren Life is Strange-Raum, aber das hat jetzt nicht vor. Meinen bisherigen will ich auch abreißen. Den Faltplan hätte ich gerne. I like that. Und das ist irgendwie so ein Flutlicht. Alles klar, 61.000. Uff. Ja, da muss ich mal eine Menge farmen, aber das Flutlicht fände ich auch sehr interessant. Also für draußen, wenn man so ein Fußballfeld hat, ist das mega. Habe ich leider nicht. Aber vielleicht kann ich ja da mal was bei HW gestalten. Oben oder unten im Keller oder im Obergeschoss. Kann ich mir vorstellen. So, ja, ich würde einfach mal sagen, wir gucken mal kurz rein in die Kiste. Weil mich schon interessiert, ob wir da jetzt auch was sehen können, was da drin ist. Oder was er halt vielleicht als nächstes braucht. Das ist Bonus-Werkstoffkiste. Oh, darin befindet sich eine Notiz. Mal schauen, was da drauf steht. Meine neuen Bastelleitungen sind fertig. Nach zahlreichen Versuchen und Fehlschlägen. Doch zum Glück hatte ich genügend Material zum Experimentieren. Als nächstes probiere ich mal aus, was sich mit Steinen basteln lässt. Okay. Also die ganzen drei Sachen erstmal wieder mit Steinen wahrscheinlich. Wo bekomme ich die bloß her? Was brauchst du denn? Nur Steine? Stein, Lehm, Weichholz. Stein, Lehm und Weichholz. Alles klar. Nehmen wir ja jetzt mal ein Stack raus. Haben wir ja hier noch. Weiter. Ich habe so viel Stuff, ne? Weichholz haben wir schon mal. Stein und Lehm. Brauche auch keine 30 Stück jeweils, aber ist natürlich am einfachsten. So. Ja, aber ich hatte tatsächlich mal vor, die mal auszusortieren. Ich habe heute meine ganzen Switch-Bilder und Videos und sowas mal aussortiert. Und überlege, ob ich da auch noch irgendwas Produktives als Video mal mache. Mal schauen. Super, ich habe alle Materialien in die Kiste gelegt. Wunderbar. Den Rest habe ich jetzt hier. Ach ja, wir könnten auch eigentlich hier direkt mal gucken, ob wir das denn umgestalten können. Beziehungsweise wie wir es umgestalten können, das ist eigentlich klar. Ein Buchladen, ein Restaurant, ein Café, das sieht cool aus. Karaoke, japanisches Essen, Softdrinks und gut natürlich ein Design. Einfach mal so Mondoni aufstellen, das kann man auch auf jeden Fall tun. Das wäre schon cool, irgendwie. Irgendwo das einfach hinzustellen. Und den Rand, also dieses generell das Schild selbst. Nee, anders. Der Ständer des Schildes eigentlich. Das Schild customizen wir jetzt hier. Das können wir dann wahrscheinlich wieder bei Björn customizen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das Schwarz mich unbedingt stört. So, ich würde dann gerne arbeiten.
auch mal nach ein paar Minuten. Jawohl. Wunderbar, leg los. Ich glaube, das mit diesen WGs werde ich jetzt kaum nutzen. Aber mal schauen, wenn sich das irgendwie wirklich anbietet, warum nicht? Mich würde sehr interessieren, was Fatima für ein Haus möchte, ne? Weil ich hätte schon Bock, die hier fest zu haben, so. Ich träumte einst von einem Haus voller Spielzeug. Ja gut, das ähnelt auch zu sehr Mona, deswegen nein. Das habe ich halt bis heute nicht verstanden und habe ich auch eigentlich nicht vor. Was will Hugo? Ein Futon zum Futtern und Schlafen reicht mir schon. Okay. I don't know. Ein Holzofen im Haus ist schon echt gemütlich. Ah, ja gut. Haben wir aber auch schon so ein Haus gemacht, ne? Piano. Ach ja, warum nicht was Richtung Musik? Und der will sein Wissen über Muskelaufbau vertiefen. Gut, wir haben auch gerade erst das Boxhaus gemacht. Also auch rein... Es ist natürlich auch subjektiv, aber auch rein objektiv klingt das gerade am spannendsten, weil alles andere haben wir halt irgendwie schon ein bisschen gemacht. Das mit den Schlägern finde ich weird. Das Futon zum Futtern und Schlafen klingt auch irgendwie merkwürdig. Vielleicht mache ich das auch bald. Mal gucken. Hallo, ich bin Fatima. Du möchtest dich um das Design von Ferienhäusern kümmern, oder? Oder das machst du so? Ich hätte auch gern selbst eins. Oh, vielleicht kannst du mir dabei helfen. Absolut. Lass uns zusammenarbeiten. Willst du vielleicht direkt auf meine Insel ziehen? So, ich weiß nicht. Vielleicht gar nicht Platz machen. Ah, nee, ich glaube, sie hat den gleichen Typen dann wie Kiki und Yuna. Und die will ich auch beide nicht loswerden. Wirklich nicht. Vielen Dank für deine Hilfe, Bimbam. Also, mein Ferienhaus sollte in etwa so aussehen. Ja. Sie ist halt auch ein absoluter Dreamy von vielen, ne? Ich finde sie auch extrem knuffig. Ja. Piano-Treff. Wenn es wirklich irgendwas mit mehreren Leuten ist, dann... Das hier? Keine Ahnung. Nee, eher nicht. Ich könnte mir auf jeden Fall eher eine Frühlingsinsel vorstellen, so spontan. Herbst ist auch nicht schlecht. Also, ja, ich glaube, Jahreszeit ist jetzt nicht so krass entscheidend hier bei dem Thema. Nee. Ich glaube, ich würde irgendwo unten bleiben wollen. Hier ist Yunas Haus, stimmt. Ich erinnere mich. Also Winter muss nicht sein. Winter muss jetzt nicht sein. Also das hat halt irgendwie schon was. Aber nee, das... Ich weiß nicht, was ich genau außen machen möchte, aber ich möchte schon ein bisschen was außen machen. Die Insel auch eher nicht. Ich glaube, das würde mir spontan halt sehr gut gefallen. Oder halt wirklich Richtung Herbst. Nee, aber ich glaube, ich würde damit gehen. Das sieht schön aus. Was für ein schönes Plätzchen. Finde ich auch. Ich finde das sehr angenehm. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, was wir hier so machen. Ich habe auch gesehen, wir haben nur noch zwei Plätze für Einrichtungen tatsächlich. Also zwei Häuser hier auf der Hauptinsel. Ob es wirklich nur noch zwei gibt, frage ich mich. Ich meine, wenn ich überlege, was es alles in Happy Home Designer gab, da gab es noch ein Konzerthaus, da gab es noch ein Hotel, da gab es noch ein Krankenhaus, da gab es einen weiteren Laden. Wobei, wir haben doch gar keinen Laden, stimmt. Es gab zwei Läden. Ich glaube, es waren jetzt schon vier oder fünf Sachen, die es hier noch nicht gibt. Es gab ein Büro. Irgendwas, ja stimmt, es gab ein Kaufhaus. Also es gab einige Sachen, die es hier wohl scheinbar nicht gibt, außer das wird noch irgendwie erweitert. Ich bin mal gespannt. Hier ist also mein zukünftiges Ferienhaus. Traumhaft. Ich hoffe mal, dass ich es traumhaft machen kann, weil ich auch noch nicht ganz weiß, wie sich das Ganze vorstellt. Deswegen schauen wir, wie immer, in die Anforderungen. Ein Konzertflügel, logisch. Ach so, ja gut, die Sachen konnte man ja auch schon sehen. Ich erinnere mich. Oh. Schlicht Partytor fände ich super. Haben wir vielleicht so ein Lagerfeuer? Ich fände das mega, wenn wir hier so draußen so ein Lagerfeuer machen könnten. Stimmt, wir können auch die Tageszeit ändern. Also, wir können zum einen natürlich die Jahreszeit ändern, aber auch die Tageszeit. Also, nein, können wir nicht, aber wir haben das ja zum Glück schon gecraftet und damit haben wir auf jeden Fall Zugriff dazu. Und das fände ich, glaube ich, mega chillig, wenn wir das hier draußen machen. Das jetzt zu finden, wird die andere Sache. Aber es existiert auf jeden Fall. Dann noch ein paar Bäume vielleicht nebendran. Also ich glaube, den Außenbereich können wir auch schon ganz schön gestalten. Ich mag das mit dem Fluss auch sehr. Ich glaube, da kam es gerade, oder?
Hier, das suche ich eigentlich. Genau das. Vielleicht auch noch mehr in die Richtung. So ein Ziegelsteinboden. Vielleicht ich platziere ihn einfach mal. Weiß noch nicht ganz, ob es das wird. Aber sowas könnte ich mir schon gut vorstellen. Gerade also dieses Partytor hat mich sehr inspiriert dazu. Und ich glaube, ich baue hier auch mal so einen kleinen Zaun. Zumindest vorne. Also nicht so, sondern so einen kleinen Holzzaun, glaube ich. Den Baumstammwandzaun ist natürlich auch nicht schlecht. Aber ich glaube, ich würde mit dem hier gehen wollen dann. Sieht halt ein bisschen doof aus, weil das Tor halt wieder so blöd. Wir könnten es halt wieder so oder auf der anderen Seite halt dran machen, aber dann ist es halt wieder nicht bündig, ne? Es ist wieder immer diese Bündigkeit. Es ist so ein Problem. Es ist wirklich so ein Problem, ne? Nun, was willst du machen? Das Einzige, was wir halt tun könnten, wäre das so zu machen, aber das sieht halt noch bescheuerter aus, ne? Und hier geht's, glaube ich, ja, hier geht's auch, aber das sieht halt auch komplett bescheuert aus, ne? Also. Oder wir machen es so. Ich glaube, das könnte man sogar wirklich machen, aber das sieht halt noch bescheuerter aus. Nee, wirklich nicht, wirklich nicht. Gut. Packen wir das Haus dahin oder vielleicht doch? Ja doch, ich würde das schon eigentlich auch so weit wie möglich vielleicht nach da packen. Dass wir da links kaum noch was machen können, aber hier halt wirklich so eine richtig gemütliche Ecke haben. Fände ich ja sehr schön. Erstmal schön viermal. So. Habe ich auch auf meiner Insel so. Allerdings am Strand, weil es da auch schön hinpasst. Aber ich finde, hier sieht das auch super aus. Da hinten vielleicht noch so ein Ofen oder sowas in die Richtung. Ja, wobei, wir haben ja hier halt schon Lagerfeuer, ne? Aber sowas Kochmäßiges. So eine also nicht Kochstelle in dem Sinne, hier Kochfeuer, sondern ihr wisst, was ich meine. Camping-Kochstelle heißt das, glaube ich. Ich glaube, ich stelle ja auch noch so ein Damenfahrrad hin. Ich glaube, das ist ganz nett. Okay. Sonst sehe ich jetzt gerade hier nichts, was hier meiner Meinung nach gut hinpasst. Hier so Laub wäre cool. Ich hätte Bock auf Laub. So. Ich überlege gerade, ob wir doch nicht lieber in den Herbst gehen sollten. Oh, die beiden passen jetzt auch gut hier rein, glaube ich. Den Blumensteiner würde ich doch ins Haus stellen wollen. Apropos, ich sollte mich jetzt erstmal kurz darum kümmern, die Fassade hier zu machen. Ich finde, das ist ein gutes Standardhaus einfach für viele Sachen. Das könnte auch schon wieder fast so bleiben. Ich weiß nicht, ob ich... Also ich weiß nicht, auch diese klassischen Häuser. Das hier vielleicht. Finde ich persönlich auch eigentlich nicht so schön. Also die wir auf der eigenen Insel so normal halt haben. Was ist denn jetzt noch im Weg? Der Laubhaufen, ne? Oder das Fahrrad auch? I don't know. Ich pack's lieber mal weg. Aber da hinten würde ich eigentlich schon noch gerne was anderes hinmachen. Aber ich will's auch eigentlich nur mal kurz sehen. Ich meine, es hätte schon was, aber ich glaube, bei ihr passt doch einfach die kleine Hütte besser. Ja, ich wollte die aber schon noch eigentlich ändern. Märchen? Ich glaube, hier passt halt wieder so ein Reed-Dach am besten. Eigentlich schon wieder so eine Holzhütte, richtig klassisch. Ja, warum nicht? Gefällt mir. So, hier haben wir jetzt natürlich auch ganz viel, was wir selber schon gemacht haben. Dunkellilien-Türkranz vielleicht? Oder der Pilz? Ja, das ist halt wieder herbstlich. Welcome kann man, glaube ich, machen. Ja, doch, das gefällt mir. Okay, was machen wir denn hier vorne noch hin? So ein paar Blumen wären halt mal ganz schön. Ich habe selten Blumen benutzt bisher. Und es wäre auch ganz schön, ein paar Bäume zu haben. Also ich glaube, hier hinten mache ich dann doch lieber... Oder, das passt gar nicht. Wollte ich da so einen schönen Baum platzieren? Das geht gar nicht. Aber ich glaube, es sieht auch ganz schön aus. Hier vielleicht der Brunnen hin. So, was passen denn für Blumen hier hin? Vielleicht pinke... Ja, pinke Tulpen sind, glaube ich, schon wieder ein bisschen zu krass. Ah, Pfingstfeilchen könnten gut passen. Hier kann man dann natürlich auch wunderbar mal ausprobieren für seine eigene Insel.
welche Blumen sich gut kombinieren lassen. Ja, ist auch eine schöne Sache. Ich glaube, das könnte ich mir sogar schon in der Ecke vorstellen. I don't know. Muss ich mir noch überlegen, ob das so bleibt. So, ich würde jetzt gerne erstmal diese Kochstelle da hinknallen. Damit ich da nicht noch irgendwas anderes hinpacke. Eine Anlage brauchen wir hier draußen auch auf jeden Fall noch. Aber ich glaube, da nehme ich den Bambus-Lautsprecher. Ich glaube, der passt hier gut hin. Bambus-Stehlampen vielleicht auch mal gucken. Die hier meine ich, diese Kochstelle. Wobei das halt ein bisschen doof aussieht da an der Stelle. Schade, dass wir hier nicht terraformen können. Können hier oben theoretisch was hinstellen. Macht das Sinn? Hier oben was... Können wir da auch einen Baum hinstellen? Passt das wahrscheinlich nicht, ne? Nee, das kann nicht passen. Schade eigentlich. Wir könnten aber hier noch sowas zum Beispiel da hinstellen. Oder halt... Ich weiß nicht. Büsche auf jeden Fall. Büsche gehen auf jeden Fall. Ja, why not? Why not? Ja, hier hinten wirkt das uns jetzt alles zu gequetscht. Also das gefällt mir dann auch gar nicht mal so gut. Vielleicht packen wir es hier hin, dann sieht es noch ganz gut aus. Dann würde ich hier aber doch eher so eine kleine Sache hinstellen wollen. So. Den Bambuslautsprecher kann man, glaube ich, hier hinstellen. Und da hinten dann vielleicht. Ja. Ich glaube, da geht noch mehr. Können wir das umcustomisen? Das gefällt mir irgendwie nicht so ganz. Weiß? Weiß vielleicht? Ja, sticht zu sehr raus. Grün? Grün. Grün. Passt. Okay. Hier vielleicht zwei Lampen. So. Ja, ja. Kann man machen, glaube ich. Hier so ein paar Laubhaufen. So. Und ich würde ganz gern einen Weg machen. Ich überlege gerade, diesen Holzweg zu nehmen. Dann muss ich aber auch erstmal die Blumen, glaube ich, wegpacken. So. Ja. Das gefällt mir schon mal vom Setup her. Nee, Moment. Da, genau. So, ich habe mich um das eigentliche Thema noch überhaupt nicht bemüht. Dessen bin ich mir bewusst. Das ist natürlich wieder ein Einweg, ne? Das ist das Problem. Ich weiß ja nicht, ob das so gut aussieht. Nee. Ich bin schon auf dem falschen Reiter hier. Wir könnten auch sowas hier nehmen. So ein Holzpfad. Theoretisch. Aber ich glaube, das ist too much. Wobei? Es geht, würde ich sagen. Ich finde es ganz schön. Wir können übrigens auch hier was machen. Das weiß ich auch. Aber ich weiß nicht, ich mag diese Grundstücksgrenze irgendwie. Ich glaube, ich mach's mal. So, das muss ich dann aber irgendwie schon noch irgendwie aufs Gras legen, finde ich. Sonst sieht es ein bisschen merkwürdig aus. Ja, und dann gefällt mir das. Das gefällt mir gut. Das gefällt mir gut. Dann kümmern wir uns mal um das eigentliche Thema. Nee, aber hier draußen, so kann man, glaube ich, schön einfach so sitzen, Musik machen, so. Kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube, ich würde sogar Waldlichtung noch anpassen und ändern. Jetzt ist die Sache, wir brauchen wahrscheinlich einen größeren Raum, weil sonst wird das wahrscheinlich zu klein werden. Also auch hier würde ich dann gerne so eine kleine Kaffeeecke machen, quasi. Klavier machen wir hier hin. Das mal. Oh, ja, ich bin schon ja nicht im Modus. Entschuldigt bitte. Eine Drehorgel. Marmeladenkekse auf jeden Fall. Festmahldekor auf jeden Fall. Das Foto von Fatima würde ich gerne irgendwo mit einbringen. Ich weiß noch nicht wo. So, Buntholzwand. Absolut, absolut. Das trifft es absolut ins Schwarze. Lobbyboden könnten wir hier nehmen, aber der passt, glaube ich, nicht. Das wäre auch nett.
Aber ich würde mit dem hellrauten Parkett tatsächlich gehen wollen. Wobei das halt... So was Helles wäre auch schön. Bogenfenster. Warum nicht Bogen? Bogenfenster ist eigentlich schön. Ja, ja, so. So. Ich glaube, ich mache so. Okay. Also natürlich, wenn man jetzt wirklich nur mit den Klavieren und sowas, ja, okay. Dann hätte die andere Tapete vielleicht noch einen Ticken besser gepasst. Aber ich möchte es halt, wie gesagt, ja auch mit so einer kleinen Ecke machen zum Sitzen und so. Und dann finde ich, passt das wahrscheinlich besser, wenn wir halt auch wirklich, ja, irgendwas Offeneres nehmen im Endeffekt. Und ich würde, glaube ich, so eine Sofa-Ecke, wirklich so Sofa-Elemente, erstmal bevorzugen. Mit Weiß vielleicht? Ich glaube, Weiß ist da am besten. Alles andere ist irgendwie zu knallig. Dann würde ich jetzt erstmal die hier in Angriff nehmen. Diese Ecke. Wir machen ihn auf jeden Fall mal breiter. Geräuschkulissen sind verfügbar, um Geräusche anzupassen, die in Räumen in Hintergründen zu hören sind. Ja, genau. Ich würde sagen, wir nehmen da Hall, tatsächlich. Beleuchtung würde ich gerne was Warmes haben. Aber ich weiß gar nicht, inwiefern wir das jetzt machen können. Mit dieser Tapete da. Das passt soweit. So, ich würde den auf jeden Fall mal breiter machen, wie gesagt. Und ich glaube, der Raum sieht so auch am besten aus. Ich weiß nicht, ob Hall hier gut ist. Na, Hall ist eigentlich gar nicht gut bei sowas. Nein, 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 nicht noch größer. Vielleicht sowas. Muss natürlich auch nicht sein, aber wenn, dann vielleicht so irgendwie. Ich weiß nicht. So. Ist es gut, die direkt nebeneinander zu stellen? Irgendwie. Ich glaube, hier würde ich dann noch so einen Tisch hinstellen mit ein bisschen Verpflegung und so. Was passt denn da gut? Den Fernosttisch vielleicht. Passt der hier vielleicht dann so hin? Also ich gucke vor allem vom Design her, ob das gut aussieht. Der rote sieht sehr edel aus, aber der braune auch irgendwie der dunkelbraune. Das ist doch, das gefällt mir. Könnten sogar was Größeres nehmen, muss ich sagen. Aber das ist, glaube ich, ist das nicht zu groß sogar? Also es ist eher so, ich sag mal, Catering-mäßig gedacht. Nee, ich würde lieber 2x1 nehmen, von der Tischgröße her. Und dann vielleicht der Projekttisch. Oder der Einfachtisch. Oder doch der Western-Teetisch. Wobei der irgendwie sehr hoch wirkt. Gucken wir mal, wie der Einfachtisch aussieht. Naja, nicht wirklich niedriger. Nun. Ich würde noch Pflanzen schon mal auf jeden Fall in den Raum stellen. Wir haben zwar noch dieses Blumending da, aber das ist jetzt eher was an. Oh, das nehmen wir auch noch mit. Wo ich es schon mal sehe. Wo sind meine schönen Top-Pflanzen? Ja, doch schon die hier. Schöne Fächerpalme direkt daneben. Sehr gut. So. Dann kommt hier schön dieses Kandelaber-Dings dahin. Und das. So. Schön. Ich würde die Anlage, glaube ich, hier hinstellen wollen. Dann hört man beim... Wenn man da sitzt, auch irgendwie vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber ist die denn wirklich, gibt es die noch in anderen? Ja, die gibt es noch in Brauern. Perfekt, nehmen wir her. Nehmen wir so. So. Das vielleicht sogar wirklich in die Ecke.
Ein kleines Tischchen bräuchte ich noch für diese anderen Blumen. Auch das kriegen wir hin, kein Problem. Da würde ich sogar schon fast zum Edeltisch. Oder, oh, der Klassik, dieses antike Tischchen. War früher Teil der Klassik-Serie. Das, sagt mir durchaus zu. Jetzt habe ich das Foto wieder nicht irgendwo platzieren können. Kann ich es auch auf die Orgel stellen? Nein, leider nicht. Okay. Ja gut, wir können das natürlich auch... Ja gut, klar, logisch. Wir können natürlich auch das Ganze anders machen. Die hier platzieren. Das Foto hier. Die Blumen hier. Beziehungsweise die Blumen schon hier lassen. Einfach die Kekse hier so. Schön mittig. So. Ich weiß nicht, ob wir diese Drehorgel wirklich... I don't know. Wirklich, I don't know. Weil die muss ja auch eigentlich von beiden Seiten nutzbar sein. Ach, ich glaube, darauf verzichte ich. Wie sieht's mit dem Teppich aus? Erstmal spontan so. Da gibt es den hier, diesen Kelim-Teppich. Oh, der sieht schon. Ja, ja, ja. Absolut. Den gäbe es auch noch in Grün, aber in Rot finde ich den schon sehr schön. Vielleicht sogar fast den Festtagsteppich, aber ich glaube, das hier passt auch wirklich sehr gut. Die Frage, ob das so... Wäre halt schön, so das ganze, die ganze Sofa-Ecke so darunter zu haben. Auf der einen Seite, ne? Auf der anderen Seite, ich mag mittig. Nee, wenn dann so. Wenn dann so, glaube ich. Irgendwie, so ganz gefällt mir das nicht. Von der Positionierung her halt einfach. Ich weiß nicht. Ich gucke mal den Festtagsteppich an, einfach mal so. Ach, der ist sogar kleiner. Kleiner finde ich persönlich besser. Wie groß war denn der andere? 5x5 tatsächlich, krass. Oder wir müssen wirklich mit kleineren Sachen arbeiten und die zusammen tun. Einmal 3 ist eine ungünstige Größe. Wenn dann 2x2. Das halt so erweitern. Nein, so erweitern können. Aber das sieht auch irgendwie doof aus. Schwieriges Thema gerade, wirklich. Also ich brauche auf jeden Fall einen Teppich hier. Muss sein. Aber ich weiß gerade echt nicht, wie ich das machen möchte. Lila Zottelteppich vielleicht auch? Ich glaube, der rote Kelim-Teppich ist echt der beste. Wobei das auch was hat, aber nee. Nee, ich bleibe auf jeden Fall bei dem. Das sieht... Ah, ich muss den... Nee, ich leg den jetzt hier hin. Ich leg den jetzt einfach hier hin, finde ich in Ordnung. Kann man machen. Kann man machen, glaube ich. Oder... Ach. Ach. Ich finde es halt doof, wenn das... Also die Pflanze würde ich zum Beispiel ganz gerne halt auf dem normalen Boden lassen. So, auf der anderen Seite würde ich ja halt die Couch ganz gerne so komplett auf den Teppich. Ich lasse es so. Sieht besser aus, ordentlicher irgendwie. So. Das dahin. Ob wir da noch was... Da könnten wir halt auf jeden Fall noch was hinpacken, platztechnisch. Ein Instrument wäre theoretisch noch denkbar. Eine Harfe wäre auch ganz schön eigentlich. Jetzt unbedingt Blasinstrumente hier brauchen... Zweifle ich jetzt. Blumenwandleuchte sieht wahrscheinlich wieder... Oder wobei? Ich möchte es versuchen. Nämlich ganz oben. Ich glaube, da passt das nämlich an sich gut hin. Wir müssen jetzt wahrscheinlich nicht über jedes hier eins hängen. Ne? Über jedes zweite vielleicht. Über jedes zweite Fenster. Ich hätte vorher mal gucken sollen, wie wir das umgestalten können, bevor ich die jetzt hier schon so kopiere. Aber das ist schon der beste Style. So. So. Oder vielleicht hier auch 2. So. Ja. Ja. Why not? Gefällt mir. Deckenitems, ja. Also ein Kronleuchter wäre auch denkbar. Aber ich weiß nicht, ob es zu much ist. So eine schöne Lüste. Vielleicht dann doch so eine Spiral, so eine Spiralienkugeldeckenlampe. Wird mir auch empfohlen.
Ja, wenn dann anders gestaltet. Das Schwarz stört mich. Ja. Weil ich überlege, ob wir es wirklich lassen sollen. Also lassen im Sinne von da lassen oder halt komplett lassen. Schwierig. Ich finde es gut ohne und ich finde es auch irgendwie gut mit. Es hängt halt doch recht tief, ne? Ich glaube, das können wir lassen. Doch, 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 doch. Okay. Dann gibt es an sich jetzt auch gar nicht mehr viel einzustellen oder zu machen. Weitere Sachen hiervon brauchen wir jetzt auch nicht, so Raumteile oder sowas. Ich bin eigentlich zufrieden. Noch irgendwas, was wir dringendst bräuchten? Ein Beige-Edelteppich. Nee, ich bleib jetzt dabei. Ich finde das gut so. Doch, ich denke, Fatima ist auch zufrieden. Wir sollten das Blumending aber noch umdrehen. Sieht jetzt aus der Perspektive natürlich schön aus, aber eigentlich steht es ja wieder gegen die Wand. Die Akademie des schönen Hauses würde das nicht approven. Draußen bin ich auch zufrieden. Insofern, ja, wir sind durch. Wie sieht's aus? Ich bin fertig. Draußen ist zwar auch schön, aber ich würde schon den Rückblick hier drinnen machen oder die Übersicht. Ja, ich guck mal, vielleicht kümmern wir uns dann beim nächsten Mal wirklich um Juna, aber ich werde heute wahrscheinlich keinen Part mehr aufnehmen. Das heißt, morgen sind dann wieder neue Leute da. Und dann werden wir wahrscheinlich wieder irgendjemanden haben, wo ich so sag, so, ach, das wäre aber schon cool, für den was zu machen. Das Thema klingt interessant. Ja, lasst euch mal überraschen. Ich möchte auf jeden Fall für Juna noch irgendwas jetzt, also die nochmal einladen jetzt, aber ne, das kann dauern. Ich weiß auch gar nicht, was ich da jetzt genau machen muss. Ich muss wahrscheinlich einfach nur mit ihr reden und dann ihr nochmal so ein Ding schenken. Und ich weiß nicht, was dann passiert. Sie wird ja dann wahrscheinlich wieder in der Ferienhausagentur Inselgedöns Archipel da sein. Und dann, ich weiß nicht, was passiert. Will ich auf jeden Fall selbst rausfinden. Deswegen soll ich es bald mal tun. Vielen, vielen Dank. So toll hätte ich das niemals hinbekommen, Bimbam. Ja, kein Ding. Ich muss zurück. Sieht schön aus. Gefällt mir. Sehr gemütlich. Ich mag das Thema. Kann man machen. Einer meiner schönsten Räume sieht ja auch ähnlich aus mit eben dieser Weihnachtstapete und so. Weil ich das schon sehr cool finde. Alles gut gelaufen. Jawohl. 12.000 Poki bekomme ich. Leider immer noch nicht genug, um mir dieses Flutlicht zu kaufen. Ich werde da wohl mal ein bisschen farmen jetzt. Ich habe aufregende Neuigkeiten. Wir können unseren Kunden jetzt zweistöckige Ferienhäuser anbieten. Jawohl. Endlich. Das eröffnet so viele Möglichkeiten. Sie könnten dort ein Gästezimmer einrichten oder einen Hobbyraum. Und Kunden, die ihr Ferienhaus teilen, wissen den zusätzlichen Platz sicher auch zu schätzen. Wenn du also nun mit neuen Kunden sprichst, dann biete ihnen doch bitte diese zweistöckigen Ferienhäuser an. Und Bestandskunden können natürlich auch umbauen und so. Und ja, keine Zurückhaltung. Biete unseren neuen Service so vielen Kunden wie möglich an. Sauber. Ich kann meinen Kunden jetzt zweistöckige Häuser vorschlagen. Es geht immer weiter aufwärts. Was hältst du eigentlich von der Beförderung mal wieder? Es wird doch langsam mal Zeit, oder? Fände ich auch mal wieder angebracht. Wo wir schon bei so vielen neuen Sachen sind. Wir haben jetzt schon wieder so viel Neues jetzt gelernt. Seit der letzten Beförderung, glaube ich. Das könnte man doch mal wieder hier, ne? Wäre cool. Nun. Wir haben jetzt Fatima also auch hier fest auf unserer Inselgruppe. Das ist schön. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht mit Juna. Vielleicht mit jemand anderem. Wir werden sehen. Und dann werden wir vielleicht auch mal irgendwann befördert, mal wieder. Ich weiß auch gar nicht, was jetzt, also natürlich, das Story-Ziel ist jetzt noch, die beiden Einrichtungen hier zu errichten und vielleicht noch mehr, keine Ahnung, ob noch was kommt. Mich interessiert aber auch mal, ob wir die Insel noch ein bisschen selbst gestalten können oder sowas. Ich habe jetzt zum Beispiel auch die ganzen Leuchtmoose, die hier waren, alle mal weggenommen und die kommen offenbar nach, wie man da oben sieht. Ja, ich kann euch übrigens nochmal diesen schönen Ausblick hier zeigen. Das geht einmal auf der Seite und auch auf der anderen Seite. Jedenfalls wäre das halt schon cool, hier noch irgendwas machen zu können. Irgendwie die Werkzeuge allein mal zu benutzen oder so. Wäre eigentlich auch sehr praktisch und cool, aber keine Ahnung, ob da was kommt. Noch. Storyziel, wie gesagt, ist erstmal klar. Was gibt es noch so für Fähigkeiten, die wir noch lernen können? Wir haben ja jetzt schon Geräusche. Ich glaube, da könnten noch ein paar mehr kommen, gefühlt. Und stimmt, die hatte ich auch noch nicht. Warum ist hier Licht? Achso, das ist die Schule. Oh, sorry. Ich dachte gerade, das wäre ein leerstehendes Gebäude, aber nein, klar, das ist die Schule. Ein Rankenoutfit, das kenne ich noch nicht. Sehr schön.
Naja, ich lasse mich überraschen, was hier noch alles kommt. Es sieht halt einfach komplett weird aus. Ich meine, gut, ich habe mir nichts anderes vorgestellt bei dem Namen. Wir sehen uns wieder, wenn ihr Bock habt. Bis dahin. Ciao.